Was geht ab, meine Z-Fighter Oser hier und heute im Showcase zum Free-to-Play-Goku, zum Free-to-Play-Int-LR-Goku, denn ich konnte die Super Battle Road Missionen an der Stelle schaffen. Wir holen sie auch gleich ab, bringen ihn dann auf SE20, Level 150 und auf 100% und werden ihn dann showcasen, Freunde. Wie gesagt, man holt ihn aus der Missions-Section und das ist das, was wir schaffen müssen. Im Prinzip komplett mal die ganzen Super Battle Road Stages, die neuen Kategorie-Stages, dann die Stages, die auf eine gerade, also die geraden Stages, sage ich mal, mit einer geraden Zahl und die ungeraden Zahlen und dann noch irgendeine Stage 20 Mal. Also, man kann es ja überschreiten. Im Endeffekt ist er ja free to play, man muss für ihn nicht sammeln, sage ich mal, man muss ihn für ihn ja spielen, er ist spielbar, um es richtig zu sagen. Jedoch kann man sich drüber streiten, dass Super Battle Road, ob man das mit ja, free to play Basis schaffen könnte, sage ich mal. Zumindest die eine Mission, wo man 20 Stages machen muss, um eine Kopie zu bekommen, würde ich sagen, schafft man Free-to-Play, wenn man das richtige Free-to-Play-Team hat, zum Beispiel Free-to-Play Peppy Gold-Team auf jeden Fall, aber auch nach und nach, da kommen immer neue Karten rein, Freunde, auf Free-to-Play-Basis kann man auch gewisse andere Stages schaffen, aber darum geht es nicht, darum darf ich auch nicht diskutieren, oder zumindest kann ich mal auch so sagen, es gibt auch Free-to-Play-Spieler, die lange dabei sind, das Spiel Free-to-Play spielen und die das auch schaffen, ja, die haben keine Stones gekauft oder sowas und die kann man dann auch als Free-to-Play sehen. Ja, aber darum geht es nicht. Wie gesagt, das ist wirklich ein anderes Thema. Er ist halt so gesehen ein Free-to-Play-Charakter. Deswegen gibt es halt einen Showcase von ihm. Jedenfalls, wie machen wir das Ganze? Ganz wichtig ist natürlich erstmal, Freunde, ihr nehmt euch einen, ja, als Favorit am besten setzen. Und dann benutzt ihr die anderen, um die Dupes von ihm zu öffnen. Also ja, nicht am besten die Dupes für die Essay verschwenden. Deswegen zeige ich euch das Ganze mal ganz kurz. Wir machen dann auch dann quasi, ja, ich bringe auch gleich auf 100% und nicht wundern an der Stelle, dass es so unskaliert ist, aber das liegt an der Skalierung vom Handy, beziehungsweise es ist komisch geschnitten, sage ich mal, einfach vom Gameplay her selbst. Jedenfalls, Freunde, wie gesagt, ich öffne hier die Pfade mal ganz schnell, damit ihr das auch gesehen habt. Dann trainiere ich ihn ganz kurz, SE20, bringe ich ihn dann 150, dann bringen wir auf 100% und dann springen wir rüber in ein Event mit einem Team und dann gibt es einen Showcase von ihm. Deswegen würde ich sagen, gib mir ganz kurz ein bisschen Zeit und dann, ja, bereite ich alles vor. So, und da sind wir auch dabei, den Boy hier auf 100% zu bringen. Ich habe ihn auf Crit gebracht, 15 Crit, 6 Additional Attack, Dodge. Er ist zwar ein Supporter, wir gucken uns die Karte gleich an, jedoch sollte auch in der Lage sein, gut Schaden zu machen, weil er LR-Stats hat eben. Yeah, auf 100% LR in Goku. Und Freunde, wir gucken uns mal die Karte an, weil ich finde sie wirklich sehr gut in dem, was es macht, was es tun soll. Er ist nämlich ein guter Supporter. Goku ist ein Base von Goku, an der Stelle super Int-Charakter. 2006 HP, okay, 17.000 Angriff, HP ist, 2006 HP, genau das, malen nach Zahlen, 20.006 HP natürlich, keiner weiß, 17.000 plus Attack, bisschen über 11.000 Verteidigung hat der Boy, sein Leader Skill ergibt jeden Typus Key plus 3 HP Attack und 100% mit der ersten Superattacke macht der Colossal Damage, hat eine Rare Chance den Gegner zu stunnen, mit der zweiten macht er Mega Colossal Damage und steigt den Angriff der Verbündeten um 30% für eine Runde. Genau, Passive sieht folgendermaßen aus, Freunde. Superclass Verbündeten gibt der Key plus 2 auf den Angriff und auf die Verteidigung 30% immer. Das ist wirklich ein guter Support-Aspekt. Zudem hat er eine Medium-Chance, gegnerische Angriffe und Super-Attacks zu dodgen. Wenn die HP 50% und drunter sind, dann bekommen Superclass Verbündete weitere 20% auf den Angriff und auf die Verteidigung. Also in das, was er machen soll, ein Support ist, macht er es wirklich sehr, sehr gut. Er hat in der Passive auch einen Dodge involviert, deswegen würde ich bei ihm nicht im Dupe-System weiterhin auf Dodge gehen, nur weil er ein Support ist. Ich habe da die Crit-Schiene mitgenommen, wie gesagt, weil er LS-Sets hat, sollte auf jeden Fall gut Schaden machen. Den zweiten Teil wird man in den Teams, in denen man spielt, wahrscheinlich weniger sehen. Ich meine, man kann in den Heroes-Team spielen oder im Pure Saints-Team. Wir werden ihn gleich im Pure Saints-Team spielen, denn in dieser Kategorie ist er vertreten. Das wird ein bisschen schwer sein, wahrscheinlich 50% und drunter HP heutzutage mit Kategorie-Teams da mal runterzufallen. Da muss schon ein bisschen was falsch laufen, sage ich mal. Beziehungsweise, ja, natürlich, wenn man. Es kommt immer auf das Team an, ja, ob das Kategorie-Team gut ist und so und so fort. Jedenfalls schätze ich trotzdem, dass es nicht allzu oft passieren wird. Kann mich aber auch auf jeden Fall irren. Macht nichts, der erste Teil, der erste Support-Teil ist auf jeden Fall schon sehr gut. Also, das reicht alle Male aus. Links gerade All in the Family, 15% auf die Verteidigung. Z-Fighters, 15% auf den Angriff. Sane Warrior Race, 700 auf den Angriff. Sane Lineage, K plus 1, Experience Fighters 10%. Dann hat er noch hier National Courage, ist K plus 1 und Legendary Power, 5000 auf den Angriff, wenn er eine Super Attack startet. Mir fehlt da auf jeden Fall Prepare for Battle, man merkt es, aber dadurch, dass er ein Support ist, gibt er ja immerhin ja K plus 2. Also ich denke, man wird trotzdem nicht oft auf die Ultra Super Attack kommen bei ihm, weil es fehlt halt
total an Links, guten Links geht, sag ich mal. Aber dafür ist er ja nicht da. Denn er ist legit ein Supporter und wir werden ihn in folgendem Setup spielen. Diesen Goku hier, Baseball, werden wir natürlich ersetzen durch ihn. Wo ist unser Boy? Hier. Wir werden ihn in diesem Setup spielen, denn ich habe also Pure Saiyan, wie gesagt, und ich habe zumal nur mal Superclass Charaktere mitgenommen in meinem Pure Saiyan Team. Warum? Logo wegen dem Support-Aspekt. Wäre nicht schlimm, wenn ihr auch Extreme Pure Saiyans Charaktere habt, sage ich mal. Zum Beispiel, wenn das Team so aussehen würde. Mehr oder weniger Majin Vegeta und Broly wären dabei. Ich sag mal, ich hätte jetzt statt Bardock LR Goku Int einfach spontan. Dann würden denen halt Majin Vegeta und Broly nicht diesen Support-Boost kommen, sondern nur vom Toda. Aber könnte man trotzdem spielen. Ja, das ist jetzt nicht die Welt sozusagen. Das würde trotzdem funktionieren für die Superclass-Verbündeten. Zwecks Showcase wollte ich es aber Superclass lassen. Warum habe ich diese Charaktere gewählt? Ich werde trotzdem diesen LR Goku. Ich werde ihn nicht in eine Rotation spielen, denn ich werde ihn so spielen, wie er vorgesehen ist, als Supporter. Also immer rein und raus rotieren und da will ich dann sehen, ob er seinen Job gut macht, ob er quasi die Rotation gut deckt im Support-Aspekt. Und ja, darauf bin ich auf jeden Fall gespannt. Deswegen habe ich die Charaktere gewählt. Ich habe diesen Super Saiyan Goku, den ich mit, weil er Experience Fighters hat. Wenn er in die Rotation kommt und LR Goku Int, kann man vielleicht ein bisschen was sehen an Schaden. Z-Fighters können wir leider nicht triggern, denn die Pure Saiyans, die das haben, sind Base vom Goku. Und Base vom Goku haben wir drin, den LR Goku oder Super Saiyan Goku. Da habe ich jetzt den mitgenommen, deswegen, weil er Experience Fighters hat, reicht das vorerst. Jedenfalls, dann habe ich die Rotation mit Vierfachen. Die interessiert mich auch, wie das Ganze aussehen wird, Freunde. Ich würde sagen, gib mir kurz ein bisschen Zeit und dann sehen wir uns gleich in dem Event wieder. Alles klar, und da sind wir in dem Event von Full Power Goku. Full Power Goku quasi. Ja, der ist gerade heute online gewesen. Da kämpfen wir zumindest mal gegen Tech-Charakter, sage ich mal. Jedenfalls, genau, wir hatten ja das Ganze. Wir machen das spontanerweise mal so. Und Freunde, diese Super Saiyan 4-Rotationen, sei es mit Full Power Goku, Vegeta oder die zwei Gokus oder, die sind so brutal. Schaut mal her. So hat Vegeta jetzt 150.000 Angriff und Goku 171.000. Und wenn man das zusammenbringt, über 200.000 bei Goku und 181.000 bei Vegeta. Und dieser Goku, Full Power Goku, der hat keinen Dupe. Das ist wegen Saiyan Raw, Freunde. Das ist ein 25% auf den Angriff. Die Super Saiyan 4 Rotation, die ist so geil. Wenn ihr das spielen könnt, dann spielt es auf jeden Fall. Mit einem Dodge und Konter von Vegeta. Habe ich das richtig gesehen? Ah, tatsächlich. Schau mal. Halef, raus mit dir. Mit dem Konter, Freunde. 2,6 Millionen Crit. Genau das. Genau das. Natürlich machen aber auch GT-Charaktere. GT-Charaktere. Der GT-Links, nee, Shadow Dragon Charaktere machen vermehrt Schaden gegen ihn, deswegen war da so viel Schaden am Radar. Aber jetzt, perfekt, guck mal. Jetzt haben wir den Goku hier drin und wie gesagt, ich werde das so halten. Ich werde ihn jetzt nicht in der Rotation halten, weil das ist ein typisch klassischer Supporter. Ja, wir gucken. Er macht halt, er ist halt nur da, um zu supporten, deswegen will ich jetzt nicht auf Krampf ihn in der Rotation lassen. Er soll einfach das machen, was er macht, nämlich die Charaktere supporten, das tut er auf jeden Fall. Aber auch auf der anderen Seite gesagt, wie sieht das Ganze bei Ihnen auf? Wir zahlen 82.000 Angriff hier an der Stelle. Aber guck mal, die anderen tut er gut supporten. Vielfach gut bekommt über 300.000 Angriff. Also als Supporter macht er sein. Ich glaube, da muss jemand was erzählen. Da macht er seinen Job gut, Freunde. Was mich jetzt so interessiert ist, wie oft dodge er durch die Passive, wie ist sein Schaden. Und ja, realistisch gesehen wird er nicht oft auf die Ultra Super Attack kommen. Ist aber nicht schlimm, denn auf der ersten Super Attack hat er eine Rare Chance zu stunnen. Oh mein Gott, wir kommen nicht mehr dazu zu sehen, ob er was da drauf hat. Oh mein Gott, weil die anderen Charaktere so krank eskalieren. Aber nicht schlimm, nicht schlimm. Du, Super Saiyan 2, Super Saiyan 2. Ich überlege gerade trotzdem, ob ich... Ich tu mal Vegeta... Ah, die sind beide in Shadow Dragon. Aber ich tu mal Vegeta raus. Und ich werde wahrscheinlich trotzdem mal ein bisschen langsam machen, dass hier die Charaktere das überleben, sage ich mal. Wobei, okay, in dieser Runde... macht es nichts. Die Shadow Dragon Charaktere machen hier nicht vermehrt Schaden, nur gegen Goku. Aber ich werde mal ein bisschen langsam machen, weil ich würde mal gerne sehen. Ich würde trotzdem mal gerne sehen, wenn ich es schaffe. Ich habe jetzt leider keine Items mitgenommen. Ich habe nicht dran gedacht, ob wir eine Ultra Super Deck bekommen. Ja, ich würde gerne mal gucken, was für ein. Wie sein Angriff aussieht oder wie an sich die Animation aussieht. Ne? Damit wir das auf jeden Fall auch mal im Video haben. Jedenfalls, Freunde, wenn euch das Ganze bisher schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu seid, Freunde, und euch das Ganze gefällt, dann drückt auch auf den Abo-Button. Jede Unterstützung zählt und über jeden bin ich auf jeden Fall dankbar. Meine Boys and Girls, die OZ-Fighter. Let's go! Und zwar jetzt, wie geht's da? Ja, der ist total ab. Der dreht total ab jetzt. Oh je. Oh je. Oh je, da konnte die Super Attack vom Sohnemann nicht dodgen. Macht nichts. So, wie machen wir das Ganze? Bam, bada boom. Machen wir es mal so. Kann ich irgendwie. Ja, das. Also. Bei dem auf dieses Ultra Super Attack zu kommen, ist das übertrieben schwer bei dem Goku. Weil er hat kaum Keeling Skills, die hilfreich sind. Er hat kaum. Nichts, eigentlich gar nichts, um ehrlich zu sein.
legit eigentlich gar nichts, die so, sag ich mal, mehr oder weniger vertreten sind. Okay, Saint Lineage wäre vielleicht vertreten in so einem Pure Saints Team, aber pff, das ist Key plus 1, mal so. Wow, was bringen wir die Key plus 1 da? Ne, mehr oder weniger. Naja, so ist es halt mit ihm, was soll man machen? Aber er soll ja einfach nur da sein, um zu supporten. Jedoch will ich diesen Aspekt noch sehen. Via Dodge etc. Vielleicht lasse ich ihn doch in einer Rotation, aber nur einfach zu sehen. Ja, mit AGL Super Saiyan Goku will ich ihn vielleicht lassen sogar. Vielleicht einfach mal, um zu sehen, wie auch, ob er, wie oft er Dodge und dann sofort. Lass uns das mal machen, komm. Genau. So, ja, seht ihr mal, da seht ihr mal. Kommen wir leider nicht. Egal wie wir streamen, wir werden wahrscheinlich nicht auf die Ultra Super Attack kommen. Ich hätte Items mitnehmen sollen. Sorry, hab echt nicht dran gedacht. Jedenfalls, okay, Tekken tut er gut. 728.000 mit der ersten Super Attack. Power Pole, oh man, bam. Und der Stun kommt durch. Das hat gut, ne? Dass er ein Rare Chance zu Stun hat. Ist auf jeden Fall hilfreich. Und im Super Battle kann man ihn auf jeden Fall benutzen, weil im Super Battle so ein Modus, da ist es relativ oft, dass man unter 50% ist. Jetzt sagt ihr, hey, warte mal, es gibt kein Pure Saints Super Bad Road, richtig. Aber ihr könnt ja ihn in den Super Class Team mitnehmen. Und ihr könnt ja auch, Freunde, in den Super Class Super Bad Road, ihr könnt auch mit Kategorie Teams rein. Sei es mit einem Potara Team oder Pure Saints Team. Es muss sich nur um ein Rainbow Super Class Team halten. Heißt, wenn ihr euer Pure Saints Team oder Potara. Oh, das ist ein guter Ops für ihn. Ja, vielleicht. Heißt, wenn ihr euer Team als euer Pure Saints oder Potara Team Rainbow haltet und nur mit Super Class Charakteren, dann könnt ihr da rein. Versteht ihr, was ich meine? Und das geht dann auf jeden Fall. Hier ist ein Konter vom... Ah, Strength Goku. Okay, nice. Oh, auch mit einem Crit. Mach langsam, mein Boy. Mach langsam. Mach langsam. Die zwei vierfachen Freunde. Ist halt so geil. Die kamen damals raus zum zweijährigen Jubiläum. Das waren die ersten Neo-Guard-Leader. Und die, bis heute sind sie auf jeden Fall noch relevant. Genau so sollte eine Karte sein, meiner Meinung nach. Ja. Richtig geil, die zwei vierfachen. Die sollte man nicht unterschätzen. Als vierfacher Goku und Vegeta online kam, Freunde. Da gab es eine Wartung, oder das, nee, das Spiel ist die ganze Zeit gecrashed und bis in die Nacht habe ich gewartet, bis ich da rein kann und das sammeln kann. Das war sogar mit meinen Jungs im Discord, war das. Das war so witzig. Oh mein Gott, sieht nicht gut aus. Kann man da irgendwas noch reißen? Ah, schade. Oder? Ja, perfekt, guck mal, okay. Genau gerade noch so haben wir die Ultra Super Attack bekommen. Sehr schön. Heißt, nach der Ultra Super Attack macht er erstmal Cost Damage und erhöht den Angriff der Verbündeten, die danach folgen. Super Class Verbündeten um 30% Veränderung. Heißt, Vegeta bekommt da einen Boost. Oh, okay, der bekommt einen Super Attack Typ Nachteil. Aber er hat ja doch Damage Reduction. Jetzt bin ich gespannt, was der tankt. Oh, okay, jetzt hat Vegeta. Oh, wir sind unter 50 gefallen. 900.000. Ah, okay. Wären wir auf 24 Key, bin ich mir sicher, der würde auf 1 Million kommen. Aber die Super Attack sieht auch sehr schön aus. Leider kein Crit. Dodge ist am Start. Ein Dodge ist am Start. Sehr schön, sehr schön. Und Vegeta hat auch schön geboostet. Waren wir unter 50%? Falls ja, dann sollte ich eigentlich auch. Da bin ich. Ja, wir sind. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind unter 50. Wir sind unter 50. Da stellt sich mir dann die Frage: Sollte eigentlich so sein, weil bei Big Bad Boss ist es so, dass wenn man zuvor HP verliert, dass sich dann ab dem Zeitpunkt direkt sich die Passive aktiviert. Sollte halt nicht so sein, weil bei Big Bad Boss ist es so, wenn ihr quasi euren Kampf startet, also die jetzt hier die Key einsammelt und ihr seid da über 80%, ihr fällt aber danach quasi durch die Angriffe, die ihr bekommt, unter 80%, dann aktiviert es bei dem Charakter, der Big Bad Boss hat, danach der Linkskill. Ja, so sollte es eigentlich sein. Jedenfalls, schaut mal 1,9 bei dem. Das ist so krank einfach. Freunde, so viel zum Showcase zu dem Free-to-Play in LA Gook. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wie gesagt, er ist halt wirklich nur ein Supporter. Wir haben trotzdem zum Glück die Super-Attack sehen können, die Ultra-Super-Attack. Die erste Ulti, dodgen tut er. Also er ist wirklich, ich bin zufrieden mit ihm, weil er macht das, was er machen soll. Supporten und ein bisschen mehr, ja. Mit dem Rare Chance zu Stun am Start. Der hat Dodges am Start. Das ist echt cool, finde ich. Jedenfalls, ich hoffe, das Ganze hat euch, wie gesagt, gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.